Zumal ich diese Passage hier auch schaffen will. Weil wenn ich das nächste Mal dieses Game spiele und in dieser Passage einsteige, habe ich direkt keinen Bock mehr. Darf halt nirgendwo hängen bleiben. Und ich bin gerade an dem einen Rohr hängen geblieben. Er ist jetzt auch nicht der Schnellste, muss man sagen, ne? Also... Danach wird es am interessantesten. Weil sollte ich jetzt dann nochmal ihn fäßen müssen, weiß ich wieder nicht, wo er kommt. Scheiße, hier sind halt wieder diese mistigen Kackrohre. Oh, oh, oh. Es muss doch aber mal langsam genug sein. Also zweimal den Typen auszuweichen, das muss ja wohl ausreichen. Nein. Er kommt jetzt nicht von da oben, oder? Oh, Sweet Blood. Ich bin rausgekommen. Beim ersten Versuch. Was? Nachdem Raven der Dunkelheit des unterirdischen Wassersystems entkommen ist, gelangt er am Stadtrand wieder an die Oberfläche. Von hier an sollte seine Reise zur Absturzstelle wesentlich einfacher verlaufen. Also schlimmer als jetzt gerade eben kann es ja wohl nicht mehr werden. Wird er den leblosen Körper des Majors unter den Trümmern begraben vorfinden oder hat er den Albtraum überlebt? Die Wahrheit liegt da draußen. Wir wissen alle, wie es ausgehen wird. Wir werden auf jeden Fall den Major nicht hier finden. Und ewig piept das blöde Nervenkontrollsystem. So. Munition. Cool. Was ich viel mehr gebrauchen könnte, wäre was zum Heilen. Heilung. Oh oh. Da oben kokelt wahrscheinlich der Rest des Helikopters. Ah ja. Gehen die mir alle auf den Sack. Wo müssen die eigentlich so schnell zu Fuß? So. Hier wäre die Munition. Ach ne, ist auch wieder Shotgun-Munition. Mir fällt ein, ich habe gar kein Abendbrot gekocht. Ist ja super. Wir gehen erstmal hier lang? Fragezeichen? Ich weiß halt nicht. Ich glaube, hier geht's weiter. Gucken wir erstmal hier. Aber da geht's theoretisch, würde ich sagen, zur Absturzstelle, oder? Ja, erstmal steht da wieder so ein Gumpen im Weg.
Nee, wir gehen erstmal unten gucken. Wie, kein Abendbrot. Naja, meine Freundin ist den ganzen Tag seit früh um 7 auf der Beine. Wird sich bestimmt über was Warmes zu essen freuen. Ach, wenn nicht, gibt's halt einfach Pizza. Fertig. Gestern habe ich ja noch gekocht, aber das war auch nicht so geil. Weil es ihr nicht so geschmeckt hat, generell. Nicht, weil meine Kochkünste scheiße sind, weil das Essen nicht so top war an sich. Also nicht so ihr Geschmack. Ah ja. Ah ja. How the fuck is that even possible? Komme ich hier überhaupt rein? Ah ja. Wie zum Henker! Zwei Schuss mit der Schrotflinte. Er tingelt immer noch hier rum. Ah, ja, auch noch. Dafür habe ich jetzt wirklich keine Munition. Ohne Scheiß. So langsam ist es jetzt doch aber mal genug. Ich hab's ja verstanden. Ah! Bericht über Castor Hades. Einige Seiten fehlen. Scheint es, als würde die Kombination des CSR-03 Castor-Gas und H-Zusatzstoff, letzterer ist in großen Mengen im Kreislauf der Hades-Agenten enthalten, eine neuartige Genmutation ermöglichen, die etwa 10-12 Stunden nach der Stunde 0 abgeschlossen ist. Wir nennen sie Castor Hades. Im Zuge der Transformation entgleitet der Proband aufgrund der durch den H-Zusatzstoff stark erhöhten Reaktion des Immunsystems in einen komatösen Zustand. Nach einer bestimmten Zeit erwacht der Proband erneut, nunmehr verwandelt in eine Art unfassbar schnelle, höchst einfallsreiche, tödliche Kreatur, die... Punkt. 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 Wir wissen alle, wem wir gerade hinterherrennen. Oder wer noch lebt, besser gesagt. Der eine Agent, der ja mit dem Zeug infiziert wurde, der dann einfach den Doktor umgelegt hat, der war in diesem komatösen Zustand, deswegen konnte er ja auch nicht fliehen. Cool. War sie unbesiegbar. Was hast du denn gekocht? Brühpolnische Krakauer? Nee, irgendwie so ein Auflauf mit Brokkoli und Nudeln und... Aber das fandst du jetzt nicht so geil. Oh, ich kotz im Strahl. Ich nehme die Waffe runter. Ich bin kernbehindert. So. Checkpoint. Natürlich sind wir wieder ganz am Anfang. Ich raste aus. Da es ja hier nichts zu holen gab. So, an dem Kollegen werden wir uns ja auch gar nicht weiter aufhalten, der jetzt hier gleich kommt. Wir werden einfach ganz entspannt. Einfach ganz entspannt an ihm vorbeilaufen, wollte ich gerade sagen. Dass man in diesem Spiel auch keine Leiter klettern kann. Blöde Lampe schon wieder aus, ne? Lalala, er gurgelt schon wieder vor sich hin. Das Ding ist, ich kann halt auch nicht nachladen. Oh, was war das? Ja, shit! Nehmen doch die Schrotflinte raus. Das ist nicht sein Ernst.
Ich hab richtig Spaß gerade. Meine Fresse. Alter. Jesus Christ. Oh. Oh. Ich krieg auch immer irgendwelche Kacke. Nichts, was ich brauche, ne? Es ist zum Heulen. Hier mal so eine scheiß Spritze oder so. Nee, ist halt einfach nicht drin. Wenn so bei dir Spaß aussieht, will ich gar nicht wissen, wie bei dir. Wie es bei dir aussieht, wenn du wirklich wütend bist. Ja. Es ist halt einfach gerade kein Problem, wenn ich hier mal auf den Sack kriege, ne? Aber das ist halt einfach total sinnlos gerade. Gibt nichts zu heilen. Ich habe 3 AP. Wenn mich einer anpupst, falle ich um. Und nach diesem Hardcore-Gegner gibt es nicht mal eine Spritze irgendwie. Das ist halt total aus. Und den Typen, der da kotzt, da brauche ich locker 6-7 Schrotflintenschüsse für. Wütend. Tja. Eine blöde Kackspritze oder ein Energieriegel wäre ja auch schon ausreichend. Nein, gibt's einfach nicht. Für dich nicht. Du spielst auf dem schwierigsten Modus, also kriegst du sowas gar nicht. Punkt, 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 Punkt. Ding ist, ich kann nicht mal die Waffe nachladen. Weil das dauert ewig. Ja, jetzt heb doch die Kacke da auf. Es ist schon wieder nichts zum Heilen. Ich raste aus. Wo bin ich jetzt hier gelandet? Jetzt ungelogen nochmal aufgestanden. Ja, ich bin wieder tot. Ich bin dead. Ich bin dead. Crap. Geil. Richtig geil. Richtig gut. Also da brauche ich jetzt also auch nicht hinterlaufen. Wie wenig kann eine Schrotflinte in einem Spiel wert sein? Echt. Einfach nur zum Totlachen. Haben die vielleicht eine Schwachstelle? Ich habe keine Ahnung. Ich könnte noch mal nachlesen. Ich glaube, die haben keine Schwachstelle. Also doch, doch, Wasser. Wir haben alle Wasser als Schwachstelle. Aber gibt's hier nicht. Also Wasser ist genau das, was in diesem Spiel nicht gibt. Man kennt es. Ich habe einmal daneben geschossen, das heißt, er lebt noch. Nee, doch nicht. Lad mal die Wasserpistole nach, ja. Oh. Klimaerwärmung ist schuld. Ja, das ist richtig. Komm aus dem Arsch da. Er hat jetzt weder die Waffe angelegt, noch ist er schneller gelaufen, ne? Also, das war jetzt so mega geil, muss ich sagen. Also, wir müssen irgendwie die Stromversorgung wieder einstellen. Oder wir sterben einfach, weil wir ins Genick gekotzt kriegen. Oh. Leute, ey, das ist... Wie kann man in 3 Levelabschnitten nicht einen verschissenen Heilgegenstand bekommen? Das ist mir unbegreiflich.
Irgendwie vielleicht irgendwas übersehen. Nein. Ist einfach. Einfach. Nicht möglich, hier zu überleben in diesem Game. Versuch nochmal 49. Jetzt. Das ist einfach nicht feierlich. Weiß auch nicht. Ich meine, wir könnten ja da hochlaufen, aber irgendwas wird uns wieder hier runterschicken. Schon seinen Grund haben, warum wir hier lang müssen. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir hier lang müssen. Stimmt, es gibt oben ein elektrisches Rolltor, wo wir nicht durchkommen. Wir können natürlich etwas Spannung aus der Situation nehmen und versuchen, das Vieh umzulegen. Aber ich darf nicht einen Hit kassieren. Zum Henker. Box of ammo lying around would be nice. Ich habe noch gehört, wie es geflogen ist. Aber jetzt wissen wir auch, dass es nichts bringt, 6-7 Mal mit der Schrotflinte in die Schnauze zu schießen. Ich muss einfach durchrennen. Ich weiß ehrlich gesagt aber nicht, was ich da noch machen soll an dem Ort. Ich überlege gerade, ob es nicht wirklich sinnvoller wäre, nach oben zu laufen. Aber oben ist ja die Abschlussstelle, also kommen wir ja da theoretisch zum Levelende. Frage ist, weil da hinten geht ja der Weg hoch. Meine Meinung. Wäre jetzt lustig, wenn das jetzt nicht so wäre. Wenn ich heute schlafen gehe, werde ich die ganze Zeit dieses Geräusch hören von diesem blöden Health-Überwachungssystem. Das die ganze Zeit meep, meep, meep. Ich kann mir ja vor allem nicht mal mit Drogen zu ballern, weil ich dann direkt instant umfalle und tot bin. Gurgel, gurgel, gurgel. Irgendjemand irgendwas gesehen, was mich hier weiterbringt? Hier ist doch nichts, ne? Ohne Scheiß, hier liegt was. Er hebt's halt nicht auf. Befehl an die Regimente, 20. August 98, 11:30 Uhr, Krisenschutz und Terrororganisationsbekämpfungsdivision. Endlich mal wieder was, wo wir ein bisschen runterkommen. Ich lese mal kurz ein bisschen ASMR. Bericht Nummer 1, Mobilmachung von Truppen der US-Armee, um die Einheiten von Hexacore Biogenetics in Keenside zu unterstützen. Und nein, ich mache jetzt keine ASMR, ich hasse sowas. Quadrant 1, Keenside Ost, befestigte Station, Hauptzugang zur Stadt blockiert. Quadrant 2, Keenside Nord, Innenstadt, Regiment führt Überwachungs- und Untersuchungsmissionen durch. Quadrant 3, Keenside Süd, Hafen, Regiment ist auf infizierte Feinde getroffen und hat einen Hilferuf abgesendet. Sie erbitten sofortige Unterstützung. Quadrant 4, Keenside West, Tankstelle, befestigte Station, Nebenzugang zur Stadt blockiert. 20. August 98, 2021, Krisenschutz und Terrorismusbekämpfungsdivision. Bericht Nummer 1. Mobilmachung der Truppen der US-Armee, um die Einheiten von Hexacore Biogenetics in Keenside zu unterstützen. Quadrant 1, Keenside Ost, befestigte Station, Kommunikation abgerissen. Quadrant 2,
Kommunikation abgerissen, Quadrant 3 abgerissen, Quadrant 4, Tankstelle, der Weg zur Garnison ist abgeschnitten und es droht ein feindlicher Angriff. Erbittet Implementierung des Tabula Rasa-Protokolls durch das Hauptquartier. Ah ja.